Jetzt freue ich mich auf Bernhard Gruber, den Gründer und Präsidenten des Österreichischen Waldgarteninstituts. Er ist Permakulturaktivist und Buchautor, Lebensmitteltechnologe, Konstrukteur, Werbedesigner, Bodenpraktiker und Naturheilkundler. Unglaublich, wie man das in einer Karriere unterbringen kann. Heute gibt er uns eine Einführung in die Permakultur und erzählt aus seiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in städtischen Brennpunkten. Er hat uns praktische Anregungen, die für nahezu jeden Schulgarten geeignet sind, mitgebracht. Herzlich willkommen, Bernhard Gruber. Ja, ein herzliches Hallo aus Oberösterreich, aus Wels. Freut mich, dass ich dabei sein darf. Und ich werde jetzt gleich in meine Präsentation einsteigen. Ja, mein Thema ist, oder was wir dann gewählt haben, 4 Permakulturelemente für den Schulgarten. Und ich habe jetzt versucht, den Bogen sehr weit zu spannen, natürlich, dass ich auch ein bisschen am Anfang in das Thema Permakultur einsteige. Und ich fasse gerne das Thema Permakultur mit den 5 Säulen zusammen. Es wird auf Permakultur reduziert, einfach nur auf ein Modell der Landwirtschaft. Also man hat einerseits den konventionellen Landbau, den Biolandbau und dann natürlich versucht man, das Thema Permakultur in die dritte Schublade zu schieben, dass das jetzt eine neue Form des Landbaus ist. Aber Permakultur geht sehr viel weiter. Es geht natürlich um gesunde Lebensmittel, wie man es hier in der ersten Säule sieht. Es geht auch um erneuerbare Energieformen. Eben die Sonne schickt uns sehr viel Energie und die sollen wir nutzen. Am besten in Form der Pflanzen natürlich. Also jeder Baum, jeder Strauch, jedes Kraut ist an und für sich ein Sonnenkollektor und fängt die Energie der Sonne ein und setzt sie uns um, diese Energie. Die dritte Säule ist die Architektur, dass man einfach schaut, welche Rohstoffe haben wir vor Ort zur Verfügung und wie können wir diese am besten einbauen, diese Rohstoffe. Eben zum Beispiel der Lehm. Lehm ist ein ganz wichtiger Rohstoff, der in Zukunft wieder einen sehr wichtigen Stellenwert spielen wird. Und natürlich auch das Holz. Und da kommt natürlich auch dazu, dass man schaut, dass man wieder Flächen frei macht, dass Flächen entsiegelt werden, dass eben wieder Freiräume werden, dass man wieder Lebensmittel anbauen kann und die Böden entsiegelt werden. Das ist immer ein großes Problem, was man immer wieder hört, die Versiegelung. Die vierte Säule dann, das ist die Technologie und die Bildung, dass man sich einfache Techniken überlegt, die dem Körper nicht schaden, dass man Wissen verbreitet, nützliches Wissen verbreitet, dass man uns einfach auch in Krisenzeiten weiterhelfen können. Und die fünfte Säule ist die Kooperation, dass wir uns überlegen, wie können wir in Zukunft gemeinsam wirtschaften oder wie kommen wir zu unseren Lebensmitteln. Da zum Beispiel auch Thema Gemeinschaftsgarten, Talentetauschkreise, solidarische Landwirtschaft, solche Themen spielen da mit rein. Die Permakultur als Gestaltungskonzept hat eine Ethik hinter sich stehen und diese Ethik hat 3 Punkte. Das ist Earth Care, People Care, Fair Share. Also die Sorge um diesen einen Planeten, den wir zur Verfügung haben. Da ist natürlich ganz wichtig, dass man aktiven Naturschutz betreibt. Das ist ein wichtiges Thema. Oder auch natürlich, dass man, wenn man Permakultur wirklich ernst nehmen würde, dann würde sich eigentlich der Naturschutz erübrigen. Er würde überflüssig werden, weil es geht ja nicht darum, dass man der Natur noch die letzten Reservate mit Permakultur abbringt, sondern es geht eigentlich darum, dass man vorhandene Flächen so clever nutzt, dass man einfach der Natur wieder Flächen zurückgeben könnte. Das wäre das Ziel. Der zweite Punkt, die Sorge um den Menschen, ist einfach, dass jeder ein Recht auf eine Unterkunft hat, auf Lebensmittel hat, auf Bildung hat, auf Arbeit hat und natürlich auch auf geselliges Zusammenkommen. Also auch natürlich, dass man nicht nur immer am Lamentieren ist, wie schlecht alles ist und so, sondern eigentlich, dass das Feiern ist, ist eine ganz wichtige Sache in der Permakultur. Und der dritte Punkt, das gerechte Teilen und sein Wachstum begrenzen, ist auch sehr wichtig, dass man einfach auch
künftigen Generationen Ressourcen überlässt, dass die Generationen eigentlich die gleichen Möglichkeiten haben wie wir. Also so der Sieben-Generationen-Gedanke ist sehr stark verhaftet im Thema Permakultur, dass sieben Generationen nach uns, also eine lange Zeit, sieben steht einfach für eine lange Zeit, dass eben die auch noch dieselben Möglichkeiten wie wir haben und nicht nur wir jetzt alles aufbrauchen. Wichtig ist auch in der Permakultur, dass man schaut, dass man Gilden und Symbiosen schafft. Hier eben das Beispiel der drei Schwestern. Die drei Schwestern, die unterstützen sich gegenseitig. Da haben wir eben den Kürbis als Bodendecker, der den Lebendmulch bildet, der den Boden schützt vor zu starker Austrocknung durch die Sonne oder schwerem Regen. Und der Mais, der gibt die Bohnenstange für die Bohne. Die Bohne kann raufranken. Nun muss man in unseren Breiten schauen, dass man entweder, dass man den Mais vorzieht oder zum Beispiel die Puffbohne dazu pflanzt, die einen eigenen Stamm macht, weil es kann durchaus sein, dass die Bohne den Mais überholt und dann den Mais niederringt. Also das ist nicht das Ziel, sondern eigentlich sollte der Mais die Bohnenstange sein und der kräftig dastehen. Ja, und die Bohne wiederum ist eben eine Leguminose. Sie sammelt den Luftstickstoff und begünstigt den Kürbis und den Mais. Also das spielt alles ineinander und das wäre eigentlich das Schöne. Drei verschiedene Pflanzen, die sich gegenseitig alle unterstützen. Dann wichtig auch in der Permakultur, dass man die Landschaft strukturiert, dass man sie kleinräumig gestaltet. Im großen Stil kann das eine Wildobsthecke sein, im kleinen Stil, wie zum Beispiel in einem Schulgarten, eben eine Totholzhecke, eine sogenannte Benjeshecke, wo man einfach Gestrüpp aufschlichtet und gleich einen Schutz bekommt. Und in diesem Gestrüpp machen dann die Vögel das nötige Weitere sozusagen. Die Vögel bringen Saatgut, sie bringen von Wildsträuchern oder auch von Ribiseln, was auch immer, Johannisbeeren, bringen sie Saatgut und legen das natürlich in dieser Totholzhecke ab und dann wachsen eigentlich gegengleich, wachsen dann die Pflanzen raus, die Sträucher und das Totholz fällt zusammen. Ist natürlich auch ein wunderbares Biotop, wo sich Vögel einnisten können, wo Igel unterschlüpfen können. Also wenn man ein bisschen einen Platz hat, ist so eine Totholzhecke immer sehr wunderbar. Dann natürlich auch wichtig in der Permakultur ist Terrassierung oder einfach, dass man auch das Mikroklima optimiert. Terrassierung kann oft notwendig sein, wenn man ums Haus nichts machen kann, weil das Gelände einfach zu steil ist. Aber Terrassierung eben vom Energieeinsatz her, dass man wirklich eher nur am Haus herum bleibt und terrassiert und alles, was weiter weg ist vom Haus, da muss man dann schauen, ob es den Energieeinsatz gerechtfertigt. Ja, und natürlich auch wichtig ist Wasseroberflächen anlegen. Das kann im großen Stil können das Teiche sein, die eben das Klima sehr gut buffern. Es gibt eine Reflexion, es gibt die Verdunstung. Also es wird immer das Umgebungsklima einfach immer ausgeglichen. Im Sommer ist es immer ein bisschen frischer um den Teich und im Winter ist es immer ein bisschen wärmer. Also das Wasser puffert sehr gut. Und im Kleinen kann das eine große Wasserschüssel sein, wo man da vielleicht auch dann Goldfische drinnen hat, die einfach ein mögliches Mückenproblem beseitigt. Und wer ein kleines Biotop hat oder wer irgendein Behältnis hat mit Wasserpflanzen drin, der wird feststellen, dass innerhalb kürzester Zeit Libellen auftauchen und dieses Wasserbehältnis dann annehmen als Habitat auch teilweise. Landnutzung generell in der Permakultur ist, dass man auf großen Flächen intensiv arbeitet und auf großen Flächen extensiv arbeitet, Entschuldigung, eben mit Weidetieren zum Beispiel, die diese Flächen bearbeiten, sodass man nicht das Futter zu den Tieren bringen muss, sondern eigentlich die Tiere zum Futter, das wäre das Ziel, und dass man auf kleinen Flächen dann intensiv arbeitet und natürlich biologisch. Und da natürlich auch nicht in Monokulturen, sondern dass man schön in Mischkultur arbeitet. Das wäre gut, wenn man so kleine Flächen bewirtschaften würde.
Ja, hier habe ich jetzt ein paar Aufnahmen von verschiedenen Projekten, die ich gemacht habe in den letzten Jahren. Zum Beispiel habe ich gemeinsam mit Streetworkern und mit an so einem Krisenprojektteam haben wir in einem Hinterhof in Traun, der eigentlich zugemüllt war, haben wir begonnen, dort einen Garten anzulegen. Es hat ja, circa 4 Jahre haben wir dort gearbeitet, gemeinsam mit Unterstützung der Gemeinde. Wir haben Humus bekommen, wir haben Kompost bekommen und haben Material erhalten für Beete. Wir haben Hochbeete errichtet und es war natürlich auch toll. Es war ein langer Zaun, den man dann super bepflanzen konnte. Wir haben Hügelbeete angelegt, wir haben alles Mögliche angelegt. Nur das Problem war an und für sich die Beteiligung der Anwohner. Dort leben größtenteils Migranten türkischer Herkunft und natürlich wollten nicht die türkischen Männer, dass ihre Frauen zu uns österreichischen Männern runterkommen und mit uns arbeiten. Aber natürlich die Kinder, denen hat es sehr gut gefallen, dass das wilde Werken mit uns, das Schaufeln und die waren voll dabei und haben uns über die Jahre begleitet, die Kinder. Und als wir eigentlich dann so gut nach 4 Jahren Arbeit dort gesagt haben, na, eigentlich wollten wir mehr Beteiligung durch die Anwohner und eigentlich hätten sich ja die Erwachsenen beteiligen sollen und wir nicht nur eben die Kinder ja, dort mehr oder weniger betreuen, haben wir gesagt, wir machen jetzt mal Pause, wir tun nichts mehr und schauen, was passiert. Ja, und der positive Effekt war, als wir österreichischen Männer weg waren, dann sind die türkischen Frauen gekommen und haben das übernommen. Also wir haben den Impuls gesetzt und sie haben gesehen, sie können da was machen und dann ist es übernommen worden. Und jedes mittlere Bild, das zeigt dann so, wie es sich eigentlich dann nach kurzer Zeit ausgesehen hat, als dann die türkischen Frauen das übernommen haben. Es war natürlich viel Mais gepflanzt, es waren Bohnen gepflanzt, es war Kürbis gepflanzt, es waren Tomaten drinnen und alles mögliche Zeug, was eben diese Migranten zu Hause eigentlich anpflanzen würden. Und war sehr spannend. Nur ein bisschen erschreckend war für mich einmal eine Rodungsaktion, als sie angeblich eine Schlange gesichtet haben. Es kann eine Blindschleiche gewesen sein oder vielleicht ein großer Regenwurm. Dann haben sie zwischenzeitlich mal alles gerodet, weil sie Angst hatten, dass ja, das für die Kinder gefährlich wird. Und das ist jetzt schade, dass da der Zugang nicht wirklich passt. Weil es wäre schön natürlich, wenn sich auch dort natürlich Schlangen einstellen, Eidechsen einstellen, was auch immer, weil es gibt ja auch bei uns keine gefährlichen Schlangen. Aber das haben wir Ihnen gesagt, aber das war für Sie eigentlich schwer verständlich, dass es bei uns keine gefährlichen Schlangen gibt. Ja, hier ein weiteres Projekt, das ich gemeinsam mit den polytechnischen Lehrgängen von Heid und Ansfelden gemacht habe, im Rahmen der Landesgartenschau in der Gartenbaufachschule Ritzelhof. Dort haben wir, also die Schulen haben unter meiner Anleitung, haben sie Schrottautos umgebaut und diese Schrottautos haben wir dann auf der Landesgartenschau dann gemeinsam mit einem Biogärtner haben wir dann diese Autos bepflanzt, eben bestückt. Und eins zum Beispiel haben wir auch mit einem Teich bestückt. Ein weiteres Projekt, das ich gemacht habe, das war mit einer Firmengruppe in Neuhofen an der Krems. Da haben wir durchs Frühjahr durch haben wir ein essbares Labyrinth angelegt. Wir hatten, glaube ich, 5 Nachmittage Zeit und die haben wir auch gebraucht natürlich, weil ja Kinder und Jugendliche nicht an Schwerarbeit gewohnt sind. Und es soll natürlich auch Freude machen und nicht eben in Schwerarbeit ausarten, weil sonst nimmt man ihnen gleich die Freude weg. Und am Ende hat es ihnen sehr gut gefallen, auch zwischendurch hat es ihnen sehr gut gefallen. Wir haben Material aus der Umgebung organisiert. Wir haben von den Bauern haben wir Hackschnitzel bekommen für die Wege. Wir haben Heu bekommen von den anderen Bauern, um zu mulchen. Wir haben Blumen, essbare Blumen wie die Taglilie haben wir erhalten. Wir haben am Bachufer haben wir ja, Bäume auch ausgegraben, aber schwerpunktmäßig natürlich den Bärlauch und noch viele andere Pflanzen, die essbar sind. Und in der Mitte endet man eben bei einem Apfelbaum.
Also, so wie schon Martin Luther gesagt hatte, und würde morgen die Welt untergehen, würde ich heute noch ein Apfelbäumchen pflanzen. Dann ein weiteres Projekt, das ich gemacht habe, das war Kinako Afrika. Da haben wir mit der Maurerberufsschule in Langenlois haben wir für den Kindergarten ein afrikanisches Rundhaus gebaut. Das war auch ein sehr spannender Prozess mit den Berufsschülern, eben einmal mit einem anderen Material zu arbeiten und auch wirklich direkt mit den Händen zu arbeiten, im Dreck sozusagen. Und für die Kinder aus dem Kindergarten, was natürlich auch spannend ist, die durften auch immer wieder dazukommen. Natürlich war es keine Arbeit für die Kindergartenkinder, sondern wirklich eher für die Berufsschüler, für die Maurerberufsschüler, was so mal eine willkommene Abwechslung. Ja, hier habe ich jetzt meine vier Elemente, die ich vorstellen möchte. Als erste eben die Wurmfarm. Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man eine Wurmfarm errichten kann. Es gibt ein Tastensystem, das man erwerben kann, online erwerben kann. Es gibt auch Wurmkisten. Wichtig ist, dass man nicht Regenwürmer sammelt, sondern dass man Kompost und Tauwürmer reingibt. Weil der Regenwurm, der will tief runter und der Kompost und Tauwurm, der bewegt sich eben horizontal. Eben Regenwurm vertikal und Kompost und Tauwurm bewegen sich horizontal. Und wichtig ist auch, die Wurmfarm, die kann man auch mobil gestalten, wenn man sie draußen haben will, eben in einer alten Badewanne zum Beispiel. Da muss man nur unten rein in die Wanne einen Rost bauen, wo man dann ein bisschen ein Gitter drauf gibt oder ein Kunststoffgewebe, sodass die Abfälle nicht direkt am Wannenboden aufliegen und dass eben Wasser der Würmer durchsickern kann. Und das gibt dann den Wurmtee, kann man dann mit dem Abfluss mit einem Eimer auffangen und zum Düngen nehmen im Garten, im Gemüsegarten, verdünnt eben als Dünger. Und die Würmer produzieren wunderbaren Kaltkompost. Natürlich ist alles keimfähig, dass ein Samen noch drinnen ist. Also wenn man Tomatenabfälle reingibt, dann kann es sein, dass dann im nächsten Jahr natürlich im Gemüsebeet, wo man düngt, damit dann die Tomatensamen raus, also die Tomaten keimen dann. Und wichtig ist, über die Fähren braucht man nur Papier reingeben, in getränktes Papier in den Fähren reingeben und dann haben die Würmer auch genug zu fressen. Über die Fähren durch, muss eben nur dementsprechende Menge an Papier reingeben. Sonst kann man sie eigentlich mit allen Pausenabfällen füttern, aber natürlich nicht mit verkochtem Material, aber Salate, Radieschen, Blätter, alles Mögliche oder natürlich auch in begrenzten Mengen Rasenschnitt kann man reingeben. Es soll nur nicht zu heiß werden, man will natürlich nicht die Würmer grillen. Ja, leider habe ich jetzt wirklich die falsche Präsentation erwischt. Eigentlich wollten wir die Kräuterspirale austauschen, aber es passt eigentlich gut, weil das, was ich mit reingeholt habe, das wurde schon erwähnt in meinem Vortrag, also in dem Vortrag vor mir. Und jetzt habe ich aber leider die falsche. Jetzt, aber eben Kräuterspirale ist ein wunderschönes Element für den Schulgarten und sie lässt sich an und für sich sehr einfach errichten. Also man darf sich nicht davon abschrecken lassen von einer Kräuterspirale, dass sie sehr aufwendig ist. Man kann einfach auf einen Kegel aufbauen, den man errichtet. Man richtet einen Erdkegel und schlichtet dann rundherum einfach eine Spirale hoch. Man kann natürlich auch ein kleines Biotop machen, in dem man dann auch Wasserpflanzen reingeben kann. Ich habe zum Beispiel meine Kräuterspirale zu Hause mit meinen eigenen Kindern gebaut und mit einem Nachbarjungen. Also die ist auch wunderschön geworden. Also wir sehen, wie es zuerst ausgesehen hat und dann im Anschluss. Die Kinder haben mir die Steine rangereicht und ich habe dann die Steine einfach rundherum angehäuft, also geschlichtet. Und wichtig ist, dass eine Kräuterspirale einfach trocken geschlichtet wird, dass man nicht zementiert, weil es sollen ja Zwischenräume sein. Das ist ganz eine wichtige Sache. Denn die Kräuterspirale soll ja nicht nur Kräuter beherbergen, die man dann in der Küche verwendet, sondern die Kräuterspirale soll auch ein Biotop für Wildbienen, für Solitärbienen sein. Also man muss keine Angst haben jetzt vor diesen Solitärbienen, denn die stechen nicht. Die suchen sich nur eine Möglichkeit zur Eiablage und dass dann eben wieder neue Wildbienen nachkommen, die eigentlich eine sehr wichtige Bestäuberfunktion in unseren Hausgärten, in unseren Schulgärten haben. Also die Honigbiene geht ja sehr selektiv ran und sucht sich aus, was sie bestäuben will. Und die Wildbiene fliegt wahllos an, was eben
ihr vor die Augen kommt, das bestäubt sie. Das ist eben der positive Effekt einer Solitärbiene und eben keine Angst vor Solitärbienen, die tun nichts. Ja, ein weiteres Element ist die Obstbaum-Lebensgemeinschaft. Die Obstbaum-Lebensgemeinschaft, da geht es darum, dass man die Fläche unter Obstbäumen nutzt, dass man einfach schaut, eben Schulgärten sind meist klein, das ist oft das Problem, darum natürlich auch einerseits der mobile Aspekt und andererseits, dass man vielleicht vorhandene Flächen noch besser ausbaut, anstatt dass man vielleicht dann unter dem Baum Hackschnitzel gibt, dass man wirklich auch dann diese Fläche unter den Bäumen bespielt, mit eben, wie schon erwähnt wurde, optimal natürlich Hochstämme oder im Mittelstamm, sodass man darunter noch genug Platz hat und man kann dann in der Baumtraufe draußen, kann man dann Beerensträucher reinpflanzen. Und wenn der Baum natürlich schon ausgewachsen ist und ein bestehender Baum ist, da kann man natürlich auch hergehen und man muss keine Löcher graben. Man stellt einfach die Sträucher, die man holt aus dem Baumarkt oder die Schüler von zu Hause mitbringen, die stellt man einfach auf den Boden und häufelt dann einfach mit Erdreich an. Das wäre das Einfachste, sodass man dann draußen nicht die feinen Wurzeln des Baumes verletzt. Man kann natürlich auch diese Fläche unter dem Baum dann nutzen, dass man einen Salat reinpflanzt, dass man einfach Sachen reinpflanzt, die man oberirdisch erntet und nicht die Wurzeln verletzt. Und man muss eben nur darauf achten, dass man auch die Veredelungsstelle, die meist am Boden sein kann, dass man die nicht zu mulcht, dass die immer frei liegt. Aber Obstbaum-Lebensgemeinschaft ist eine sehr spannende Sache, ist einfach auch eine Fläche, die oft vergessen wird, die man sehr gut nutzen kann. Und man hat auch dann schon einen kleinen, dreidimensionalen Garten. Da ist wirklich dann in den Etagen schon alles genutzt. Ja, und ein weiteres Element ist der Brotbackofen. Hier eben auch wieder mobil ausgeführt auf einer Palette. Brotbackofen kann man auch relativ einfach auch mit Kindern herstellen. Man muss nur schauen, dass sie bei Laune bleiben, weil es ist oft das Problem, das ganze Jahr über werden die Kinder angehalten, sich nicht schmutzig zu machen und dann wird einmal mit Dreck gearbeitet sozusagen und dann sollen sie sich schmutzig machen auf Befehl und dann mögen sie vielleicht auch nicht. Also das ist meine Erfahrung, wenn ich öffentlich schon irgendwo auf Festen, wie großes Fest der Natur in Linz oder so, oder anderen Festen, da haben wir mit Besuchern dann einfache Brotbacköfen gebaut und da wollten natürlich nicht die Kinder, aber die Eltern haben immer die Kinder reingeschoben und dann schlussendlich sind dann die Eltern dann in den Gatsch gesprungen und haben dann mit bloßen Füßen dann den Lehm getreten. Und wichtig ist einfach, dass man ein richtiges Mischverhältnis findet mit eben aus Lehm, Sand und Stroh, sodass nicht zerreißt beim Trocknen und nicht zerbröselt dann beim Backen drinnen. Und hier dient einfach auf der Palette zuerst eine Unterlage aus Sand und dann kommen Ziegel rein. Die Ziegel dienen als Backfläche und auf die Ziegel kommt eine Kuppe aus Sand. Diese Sandkuppel wird geschützt mit Zeitungspapier, einfach mit nassem Zeitungspapier überziehen und dann werden Bälle geformt, circa 12 cm stark und diese Bälle kann man dann rundherum schlichten um die Kuppel und dann wird einfach mit einem Gummihammer wird einfach flach geklopft. Dann werden die Bälle flach geklopft und am Ende kann man noch eine Schicht drüber ziehen, sodass man dann nichts mehr sieht von dem Ganzen und als Abschluss dann eben 7 Meter hier noch Bild, das zum Beispiel auch in einem Schaugarten im Kloster von Neustift in Brixen unten. Da haben wir diesen gebaut, auch in einem Garten, der eigentlich von Kindern bespielt wird oder für Kinder bespielt wird. Da haben wir diesen Ofen gebaut, da haben wir eine Sitzmulde vor den Ofen gebaut und ganz einfach geschützt. Also er braucht ein Dach, er muss von unten von der Feuchtigkeit geschützt sein und er muss auch von oben von der Feuchtigkeit geschützt sein. Ja, und jetzt bin ich eh schon fast am Ende meiner Präsentation. Ich habe eben meine drei Bücher geschrieben. Eben einerseits unser essbarer Waldgarten. Das ist mein letztes Buch, wo ich wirklich auch unseren Waldgarten vorstelle und noch verschiedene andere Projekte und auch spannende Beiträge sind. Und ich habe das
Permakulturbuch, die kleine Permakulturfibel geschrieben. Also es ist schon ein richtiges Buch, auch braucht man keine Angst haben, es ist kein Büchlein, sondern es ist ein Buch. Und dann gibt es auch noch mein Handbuch Brotbacköfen selber bauen. Und der nächste Besichtigungstermin, es gibt sicher auch viele schöne Elemente für den Schulgarten bei uns im Waldgarteninstitut, gibt es auch viele schöne Elemente zu sehen. Da haben wir den nächsten Termin am 18. Juli, einen Termin um 15 Uhr und einen Termin um 18 Uhr. Und das finden Sie dann auf unserer Homepage, eben www.waldgarteninstitut.at. Ja, soweit möchte ich mich jetzt für die Aufmerksamkeit bedanken und ich stehe noch im Chat für Fragen zur Verfügung oder sonst auch gerne mal per E-Mail oder auch Telefonat. Also ihr könnt mich auch gerne anrufen und ich freue mich natürlich über euren Besuch im Rahmen unseres Tages, wo man uns besuchen kann am 18. Juli. Herzlichen Dank.